1945. Schon sehr schnell entsteht aus den Trümmern des totalen Zusammenbruchs ein neues Deutschland. Das deutsche Wirtschaftswunder setzt ein. Alles kommt schnell ins Rollen. Vor allem auch die Großindustrie. Nur einen Bereich verbieten die Siegermächte kategorisch. Noch im März 1950. Bundeskanzler Konrad Adenauer interveniert vergeblich. Deutschland soll der Einstieg in die Atomwirtschaft verwehrt bleiben. Dabei liegen, schon längst ausgearbeitet, Pläne in den Schubladen der deutschen Energiewirtschaft. Großindustrie und Wissenschaft wollen mit Adenauers Hilfe dieses Verbot vom Tisch haben. Krupp, Siemens, RWE und andere deutsche Großindustrielle treffen sich im September 1951, um dazu eine Strategie zu entwickeln. Mit dabei Bundeskanzler Adenauer und sein Wirtschaftsminister Erhard. Adenauer ordnet schriftlich Stillschweigen gegenüber der Presse an. Es kann vor allem nicht im außenpolitischen Interesse der Bundesrepublik liegen, wenn diese Dinge bereits jetzt in die Öffentlichkeit getragen werden. Diese Taktik zahlt sich aus. Deutschland wird im Mai 1955, 10 Jahre nach Kriegsende, souverän. Damit ist der Weg frei für deutsche Atomkraftwerke. Die Bedenken der Alliierten gegenüber einem Deutschland, das auch Kernforschung betreibt, sind gefallen. Der Atomphysiker Werner Heisenberg bündelt die Kräfte der deutschen Wissenschaft und lässt konkrete Pläne ausarbeiten. Holzansichten werden präsentiert. Auch die Industrie schließt sich zusammen. Man glaubt an Erfolg. Deutschland ist endlich dabei, als sich 2 Monate später alle Atomländer in Genf treffen. Am Rande findet eine große Werbeschau statt. Die Sowjetunion zeigt Modelle ihrer schlüsselfertigen kommerziellen Reaktoren. Für die deutschen Industriellen ist es ein Schock. Technologischer Rückstand 10 Jahre. In Bonn wird das Kabinett zusammengerufen. Ein Atomminister wird ernannt. Franz Josef Strauß. Jetzt hat die deutsche Atomwirtschaft einen eigenen Minister, der ihre Belange vorantreiben soll. Wenig später rollen die Bagger. In Jülich bei Köln entsteht im Februar 1956 ein Versuchsreaktor. Nicht nur hier. In Karlsruhe wird im Juli das Kernforschungszentrum mit Reaktor in Betrieb genommen. Bei München schließlich entsteht das Garchinger Ei. Den ersten kommerziellen Atommeiler baut die deutsche Industrie in Kahl. Mit Atomminister Stoltenberg beginnt die Ära der Wirtschaftlichkeit. Und damit neuer Ärger. Denn für die Unternehmen ist die Entsorgung des Atommülls nicht geklärt. Und die möglichen Kosten für sie viel zu hoch. Aber die Regierung will den Atomstrom und kommt der Wirtschaft entgegen. Der Staat kümmert sich um den Atommüll und beginnt damit 1968 im ehemaligen Salzbergwerk Asse 2. Diese Politik ändert sich auch beim Regierungswechsel im Oktober 1969 nicht. Kanzler Brandt verkündet zwar den Grundsatz, die Sicherheit stehe vor Überlegungen der Wirtschaftlichkeit. Auch sein Nachfolger Kanzler Schmidt bekräftigt die Zusagen früherer Regierungen. Errichtung und Betrieb des Endlagers für radioaktive Abfälle ist eine Aufgabe des Staates. Für die Energiewirtschaft ändert sich nichts, auch unter der Regierung Kohl mit Umweltministerin Angela Merkel. Endlagerung des Atommülls ist Sache des Staates, zulasten aller Bürger und nicht der Verursacher.